Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode der Spülmaschinen. Ich bin der Stefan. Und ich bin die Jo, hallo. Und wir stellen heute wieder ein paar Spiele vor, die wir besonders gerne mögen, die wir gerne gespielt haben. Und starten auch gleich mit einem Direktvergleich. Wir haben zwei Spiele gefunden, die recht ähnlich sind. Und zwar sind es beides Kinderspiele, die aber eigentlich auf, ich würde sagen, Familienspielmechanismen basieren. Und die eigentlich vom Mechanismus her sehr ähnlich sind. Und zwar ist das Fluffy Valley. Und Monsterhunger. Und es sind beides Worker Placement, also Arbeiter-Einsatzspiele, wobei wir in einem Spiel diese wirklich entzückenden wirklich ganz toll. Vierchen haben. Was sind es denn ganz genau? Erdmännchen sind es, glaube ich, nicht. Ich glaube, sowas Ähnliches wie Erdmännchen. Ja. Auf jeden Fall Präriehunde sind es, glaube ich. Präriehunde sind es, danke, ja. Und im anderen Fall sind das, im anderen Fall sind das kleine Kinder, oder eigentlich? Ja, also verschiedene Personen, die in einem Dorf wohnen. Beides sind auch kooperative Spiele, das heißt, wir versuchen gemeinsam auch Waren und Ressourcen zu bekommen. Im Fall von Fluffy Valley geht es darum, diese süßen Tierchen für den Winter vorzubereiten. Das heißt, wir haben hier eine leere Kammer, die soll gefüllt werden mit möglichst schönen Sachen. Und daher brauchen wir hier unsere Arbeitsplätze. Und das Nette ist, man kann diese Tierchen dann reinstecken, die Präriehunde. Und die schauen dann mit dem Hintern wieder aus ihren Löchern hinaus. Und wenn so ein Loch dann besetzt ist, dann muss man eine Runde warten, weil da kann man dabei dort nichts tun. Und das Ziel ist es, die möglichst geschickt, man spricht sich gemeinsam ab, hier in die Löcher hineinzugeben, um dann wirklich möglichst viel zu produzieren und möglichst wenig wegschmeißen auch zu müssen. Ist auch ein bisschen ein Nachhaltigkeitsspiel eigentlich, das Ganze. Ja, Hilfe gibt's vom netten Herrn Biber. Mit dem kann man dann Aktionen auch verstärken, also wieder auch besser aufwerten. Und es gibt aber auch so ganz viele gefährliche Tiere, wie zum Beispiel die Schlange, die einem dann auch Sachen wegnehmen. Oder der Adler. Ja. Der uns wegnimmt, kidnappt. Ja. Und parallel dazu haben wir Monsterhunger. In dem Fall, ja, der Titel sagt schon ein bisschen alles. Es geht um hungrige Monster und die Monster bedrohen unser Dorf. Und unser Dorf hat so diese netten Palisaden und die brechen die Monster aber mit der Zeit ein und unser Ziel ist, die Monster von unserem Dorf wegzulocken. Und das können wir mit ganz vielen verschiedenen Essen machen, aber weil es Monster sind, möchten sie natürlich nur essen, das schlecht geworden ist. Also dieses Monster, das da gerade wartet, hätte gerne einen gammeligen Salat. Dann haben wir da einen, der möchte einen stinkenden Käse und einen Salat. Und die verschiedenen Sachen müssen wir uns eben holen. Die Monster kommen da immer bei einem bestimmten Feld hinein und wandern jede Runde ein Feld weiter. Das heißt, je schwieriger das Monster, umso weiter hinten startet es in der Regel. Das heißt, wir brauchen aber natürlich auch ein paar Aktionen, um die Sachen zu beschaffen, die da drauf sind. Und wir können jede Runde eben hier in verschiedensten Aktionen einfach Gemüse holen, Milch. Die Milch müssen wir aber auch wieder umwandeln in Käse, also das ist noch eine zusätzliche Aktion. Und wir können aber sonst auch unsere Palisade wieder aufbauen und am Ende der Runde schauen wir, welche Monster wir füttern können und somit vertreiben. Und sobald wir es geschafft haben, alle Monster zu vertreiben, haben wir gewonnen. Ja, ich finde, es sind beides Spiele, wenn ich es jetzt auch direkt vergleiche, sozusagen, die durch ihre Spielgeschichte erleben. Ja. Also ich finde gerade bei Monsterhunger finde ich total nett, wie dieses gammelige Essen dann auch mit der Zeit schlechter wird. Und da finde ich auch gerade diesen Aspekt super gemacht mit diesem, dass man wirklich vorausplanen muss, oder? Ja. Dass das auch so. Also wir haben ein Aktionsfeld, das ist unser Gemüsebeet und da muss das Essen wirklich eine Runde liegen, dass es vergammelt. Und das finde ich auch schön, weil es so dieses Zeitliche einfach noch einmal zeigt mit, hey, Essen ist am Anfang frisch und dann, wenn man es länger stehen lässt, dann wird es schlecht. Also hat da quasi auch noch etwas ganz leicht Edukatives eigentlich drin. Und eben, also das erfordert dann halt natürlich die Vorausplanung, wo man halt nicht nur sagen können, das müssen wir, brauchen wir jetzt in dieser Runde, sondern wir müssen halt auch wirklich in die Zukunft schauen, was brauchen wir in den nächsten 2-3 Runden. Ja, da finde ich sowohl Monsterhunger mit dieser Monster-Thematik als auch Fluffy Valley, weil es einfach so süß ist, einfach so nett gerahmt. Ja, und Fluffy Valley finde ich halt auch, das ist halt eher dann noch einmal was, wo einfach auch so in dem, was mit dem Kinder zu tun haben, gut in Kontakt kommt. So dieses Thema Futter sammeln, das kommt ja doch auch in Kinderbüchern sehr vor. Und also auch so die Winterruhe, das sind einfach so zugängliche Themen eigentlich. Und wir haben da dann diesen schönen Bau mit dem Honig, dem Weizen, den Heidelbeeren, die da die Präriehunde sammeln müssen. Ich meine, was ich ja noch total süß finde, es ist ein bisschen ein Gimmick, aber es gibt einen Postkasten,
Den sieht man hier jetzt nicht auf dem Spielplan, aber da kann ich meine ganzen Sachen reinwerfen und die kommen dann hier unten wieder raus. Ja, das ist ganz toll. Ja, und das fordern dann halt die Kinder auch ein, dass man das ja auch schon wirklich in den Schlitz reinwirft. Ich würde es auch einfordern. Es ist einfach wirklich süß. Ja. Es sind Spiele ab 6 und ab 7. Du hast es ja in einigen Kindertestrunden auch getestet. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Also ich muss sagen, ich finde es super spannend, weil ich die Altersangabe ein bisschen verdreht finde, muss ich sagen, für mein Gefühl, weil Monster Hunger von den Aktionen her eigentlich sehr, sehr viel einfacher ist. Also weil wir haben zwar, was sind es, 5 verschiedene Aktionen, die wir machen können, die aber alle eigentlich in sich sehr ähnlich sind. Also es ist immer eine Form von Nahrung beschaffen oder Palisade aufbauen. Und bei dir sind es ja doch noch einmal eine Spur komplexere Aktionen, also die einfach noch ein bisschen unterschiedlicher sind, beziehungsweise eben den Biber, wo man einen Sondereffekt kriegen können, den Fuchs, wo man dann noch einmal vielleicht ein bisschen Glück oder Pech haben können, einen Tauschhandel, also es sind einfach dann doch noch einmal mehr Sachen, die man bedenken muss. Ich glaube auch das Verändern der Spielregeln, weil wir bei Monster Hunger ja immer die gleichen Aktionen eigentlich haben, auf die wir uns einstellen können, während hier einfach durch die Sonderkarten immer wieder auch neue Effekte dazukommen oder Sachen gesperrt werden und so. Also es ist sicher ein Spiel, das einiges auch an Regelaufwand hat. Ja, also und ich hab's auch schon mit 6-Jährigen gespielt, wo es funktioniert hat. Aber das waren halt sehr spielerfahrene 6-Jährige. Und da waren Eltern dabei, die sich mit Spielen auskennen. Und in so einem Kontext funktioniert es auf jeden Fall. Aber es ist einfach von dem, was an Planungsanspruch da ist, finde ich es doch noch einmal ein bisschen komplexer. Mhm. Weil da man halt alles auch noch einmal so geradlinig hat. Wir sehen diese Monster noch einmal und sind wir sehr viel zielgerichteter. Wie da sind wir halt eigentlich sehr viel freier, weil wir am Anfang eigentlich alles sammeln können und so. Ja, und ich finde das ein bisschen einfacher, wenn man einen klaren Fokus hat. Ja, was ich bei Fluffy Valley auch noch also faszinierend finde, muss ich sagen, ist der Schwierigkeitsgrad, weil ich finde so das leichte und das mittlere Level funktioniert gut. Das schwierige Level finde ich sehr happig. Also das habe ich auch, also das habe ich bis jetzt auch in sehr vielen Erwachsenenrunden verloren. Mhm. Also da glaube ich, dass man schon ein bisschen Glück haben muss, gerade auch mit den Biberkarten, weil die halt einfach so starke Effekte reinbringen können. Ja. Ich glaube, wie wir es mal gemeinsam gespielt haben, oder hat uns der Biber komplett über den Tisch gezogen. Ja, okay, gut, aber du bist halt einfach auch nicht so ein Fan von Biber. Ja, ja. Aber ich mag Fluffy Valley trotzdem. Trotzdem Biber. Ich finde beide wirklich coole Einstiegsspiele, also Einstiegsstrategiespiele und einfach auch so in diesem Worker Placement-Mechanismus, der halt einfach in so vielen Spielen für Erwachsene so präsent ist. Es sind beide wirklich cool. Bei Monster Hunger muss ich sagen, dass das materialtechnisch haben sie da leider ein paar blöde Entscheidungen getroffen, weil wir zum einen da diese Leisten haben auf der Seite und da ist immer wieder schwierig, die Monster zu sehen, weil man halt von zwei Seiten dazuschaut und man sie auf die linke oder die rechte platzieren kann. Ich sehe sie da drüben nicht. Genau. Ja. Und wir auch diese Latten haben, die gerne umfallen. Also mir ist da eine gleich schon nach dem Aufbau umgefallen. Ja. Und ja, da hätte man halt sich einfach ein bisschen was anderes glaube man merkt, überlegen können. Oder es nützt sich halt leider dann auch da ein bisschen ab oder es also blättert dann recht schnell. Irgendwas Permanenteres als auf Standfüße klären. Ja, und die Monster, da gibt es unterschiedlich schwierige, die aber zufällig zusammengemischt werden. Und da hätte man halt auch mit dem Schwierigkeitsgrad, also so ist der Schwierigkeitsgrad, kann halt einfach sehr unterschiedlich sein. Mhm. Aber das sind grundsätzlich, finde ich es trotzdem für das, was es der verhältnismäßig geringe Regelaufwand zu dem, was an strategischer Erfordernis da ist, finde ich einfach wirklich, wirklich cool macht. So, also eben. Und in der Hinsicht einfach beide. Wirklich schöne Spiele, gell? Ja. Coole Einstiegs- kann man sagen, so ein bisschen Kenner-Kinderspiel. Voll Kenner-Kinderspiel auf jeden Fall. Dann schickt man diese süßen Tierchen jetzt mal in den Winterschlaf. Und kommen zu unseren 2 weiteren Spielen, die wir mitgebracht haben. Ich habe noch mitgebracht ein tolles Detektivspiel, das heißt Perspectives. Ich bin ein Fan von kooperativen Detektivspielen. Ich mag das Genre wirklich gern. Also Sherlock Holmes Criminal Cabinet ist einer meiner absoluten Lieblinge. Ich habe Detective wahnsinnig gern gespielt. Und ich finde, da reiht sich Perspectives auch perfekt ein.
woran es mich sehr erinnert, ich habe es jetzt auch kurz mitgebracht, ist Instagram, was vor einiger Zeit erschienen ist. Das war ein Instagram- oder Fotospiel eigentlich, wo man einen Mordfall nur anhand von Fotos aufklärt. Und das ähnliche Konzept hat jetzt Perspectives. Und zwar gibt es auch da verschiedene Kriminalfälle zu lösen. Einer spielt in Indien, einer spielt so in Kalifornien mit einer Musikband und der dritte in Südamerika. Und unser Ziel ist es, gemeinsam hier Detektivarbeit zu leisten, aber nur anhand von Bildern. Das heißt, wir haben einen Umschlag, da sind verschiedene Bilder drinnen, den machen wir auf. Ich möchte jetzt gar nicht viel spoilern. Und wir verteilen die in der Runde und sehen immer nur einen Ausschnitt aus unserer Perspektive und müssen dann uns gemeinsam besprechen, wie könnte jetzt dieser Fall zu lösen sein anhand von mini kleinen Details. Und das finde ich ein spannendes Konzept. Ja. Also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich ein großer Fan von Kooperationsspielen und vor allem also auch Kooperationsspielen mit so Detektivspielcharakter, wo jeder von uns unterschiedliche Informationen haben und wir durch Beschreibungen das abgleichen müssen. Also man hat dann verschiedene Personen und wir müssen dann halt natürlich herausfinden, ob diese Personen jetzt die gleichen sind und wir versuchen das halt einfach mit den verschiedensten Sachen, die wir jetzt an denen sehen. Und vielleicht sehe ich dann halt auch nur eine Hand. Und mir fällt dann auf, okay, die Person trägt eine bestimmte Uhr. Hat jemand anders, sieht jemand eine andere Person mit dieser Uhr und kann vielleicht identifizieren, wer das ist zum Beispiel. Und ich finde da den Weg wirklich cool und wirklich spannend. Ich habe da auch einfach wahnsinnig viel Spaß einfach an diesem Kommunizieren, an diesem Austauschen. Mhm. Was ich auch extrem lustig fand, einfach diesen einen Kniff. Man darf eine Karte nämlich herzeigen. Das heißt, wenn ich glaube, ich habe eine Karte, die ein bisschen schwierig zu beschreiben ist oder die ist besonders wichtig, weil da vielleicht ein Plan drauf ist, dann habe ich die Möglichkeit, die offen hinzulegen. Aber möglichst nur eine Karte, für weitere Karten gibt es Punkteabzug. Ja, und ich finde es auch ganz cool, weil es ja doch nicht nur das Geschichte auflösende Thema ist, sondern du wirklich Rätsel auch drin hast. Also nur, also recht wenig, also es ist jetzt nicht extrem rätsellastig, aber es sind doch ein paar Kniffe sind so drin, die ich ganz cool gefunden habe und wo es für uns auch dann so kleine Aha-Momente halt einfach gegeben hat. Ja, wo man drauf gekommen sind, wie man tatsächlich auf eine Information drauf kommen kann. Ich glaube, das Einzige, was bei mir ein bisschen störend empfunden, mir waren die Fälle teilweise ein bisschen zu konstruiert. Ja. Also ich fand, es war schon, während ich bei anderen Spielen das Gefühl hatte, man ist da wirklich so drinnen in einem echten Fall, ist es da, ich habe das Gefühl, es ist halt um Rätsel, um gewisse Elemente einfach rumkonstruiert teilweise und das war für mich nicht ganz schlüssig der Fall dann, sondern eher so ein bisschen, okay, ich weiß, da war wohl ein Autor, eine Autorin dahinter, die das gerne so machen wollte. Ja, also ich glaube, also mir geht es ähnlich mit den Fällen, aber ich glaube aus einem anderen Grund. Okay. Mir waren sie zu, oder vielleicht ist eh auch der gleiche Grund, aber mir waren sie eben von den Enden her ein bisschen zu vorhersehbar. Mhm. Also es waren sehr klassische Themen drin. Also es funktioniert in jeder Fall so, dass man über mehrere Kapitel spielt. Und es war einfach bei zwei Fällen war es so, dass wir im vorletzten Kapitel schon gewusst haben, was die Auflösung ist, obwohl wir eigentlich die wichtigen Informationen dazu noch nicht ganz hatten. Ja. Und das finde ich einfach ein bisschen schade. Oder? Also es nimmt da einfach sehr, sehr klassische Themen, würde ich jetzt mal sagen, ohne jetzt auch zu spoilern. Und gleichzeitig finde ich, es ist halt, der Weg ist das Ziel. Also ich habe den Weg wirklich gern mögen. Ja. Also so, und die Auflösung war eben nicht 100% befriedigend, aber es war trotzdem vom Spielerlebnis her ein wirklich tolles Spielerlebnis. Ja, fand ich wirklich cool. Also würde ich sofort, wenn es eine weitere Ausgabe davon gibt, würde ich sofort wieder spielen. Was ich auch cool fand, man startet mit so einer Proberunde, die beginnt schon auf der Schachtel. Das heißt, man nutzt die Schachtel so als ersten Fall. Ja. So als Tutorial und kann dann eigentlich gleich loslegen. Und es gibt eigentlich gar keine Spielregel, oder? Man startet einfach ins Spielerlebnis rein. Finde ich einfach schön, schön gemacht. Voll, ja, stimmt. Also es ist so eben, oder an Regeln halt wirklich sehr minimal. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass man aus dem Spielprinzip noch viel was mehr du rausholen kann. Ja. Also ich finde es gerade eben in der Kombination mit Instagram, oder? Weil Instagram fand ich von den Fotos und vom Fall was wirklich spannend und cool gemacht. Und gleichzeitig hatte man da das Problem mit der Genauigkeit ein bisschen. Also dass die Personen zu ähnlich ausgeschaut haben, also vor allem wenn man sie dann abgleichen muss oder so. Also das sind vom Handwerk, würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz so gut gemacht war, obwohl es ja eigentlich vom Fall her spannender war.
Und ja, also vielleicht müssen wir die einfach zusammenführen. Und vielleicht noch ein bisschen Echos mit hineinmischen. Genau. Also so ein ganz rundherumes Erlebnis oder für alle. Alle Sinne dann noch. Ja. Ja, und ich habe jetzt ein Spiel noch dabei, das wir, glaube ich, auch beide eigentlich sehr gern mögen. Ja. Decorum. Ein Spiel über passiv-aggressives Zusammenleben. Und ich finde den Titel schon mal ganz toll, muss ich sagen. Ich glaube, das war auch ein Titel, wo wir das gelesen haben, wo wir beide gleich schon sehr aufgeregt waren. Und eigentlich ist kooperatives Deduktionsspiel. Also wir wohnen alle in einer WG zusammen. Das ist unser wunderbares Haus, in dem wir indem wir einfach verschiedenste Räume haben und verschiedene Orte, wo wir Gegenstände hinlegen können. Und jeder von uns hat einfach bestimmte Wünsche, wie das Haus ausschauen sollte. Also ich möchte zum Beispiel, dass zwei von den vier Räumen rot sind. Der Stefan hätte gerne, dass in jedem Raum eine Lampe steht. Ich hätte gern, dass die Gegenstände alle antik sind. Und jeder von uns hat einfach eine kleine Karte mit drei verschiedenen Bedingungen, die wir erfüllt haben möchten. Das Problem ist aber, dass wir eben passiv-aggressiv sind und nicht wirklich gut miteinander kommunizieren. Und das heißt, das Einzige, was wir tun, ist, dass wir im Haus Gegenstände hineinlegen oder Gegenstände wieder rausnehmen, die Wände umstreichen, Gegenstände austauschen und die anderen dann sagen können, wie es ihnen mit dieser Änderung geht, aber halt eher so im Sinne von, ist mir egal, finde ich scheiße. Ja. Genau. Und anhand von diesen Informationen müssen wir halt mit der Zeit versuchen herauszufinden, was die Bedingungen der anderen Personen sind, weil wir möchten natürlich, dass alle glücklich sind, auch wenn wir das nicht sonderlich gut kommunizieren. Und in dem Sinne ist halt einfach wirklich eben ein Deduktionsspiel, weil man es nicht nur auf seine eigenen Ziele gehen darf, sondern halt wirklich auch ganz genau probieren sollte, zu verstehen, was die Hinweise der anderen Personen sind. Ja, was ich sehr schön gemacht finde, ist, es gibt eine Art Kampagnensystem. Das heißt, man spielt entweder eine MehrspielerInnen-Kampagne mit bis zu vier Personen oder eine Zwei-Personen-Kampagne, die beide super gut funktionieren. Da hat man kleine Umschläge und kann dann sozusagen nach und nach sich weiter vorhantieren, Fall für Fall. Da ist eine kleine Geschichte auch immer dabei, finde ich echt voll nett gemacht. Ja, vollkommen. Echt nett gemacht. Ja. Und ich fand es jetzt, also die ersten Level, fand ich vom Anspruch her, waren auch ganz nett. Die haben wir eigentlich noch ganz gut gelöst. Es gibt dann auch die Möglichkeit, in bestimmten Runden einzelne Informationen mit den anderen zu teilen. Das heißt, so kann man sich noch ein bisschen, also zumindest noch ein bisschen direkter kommunizieren, wenn man das Gefühl hat, dass die anderen so gar nicht verstehen, was ich jetzt ihnen sagen möchte. Aber die späteren Level waren zum Teil schon ziemlich happig. Ja. Also da hatten wir, also ich kann mich an eine Partie erinnern, wo wir es einfach dann, nachdem unsere Runden aus waren, mit allen Informationen offen, dann noch 10 Minuten gebraucht haben, um dieses Puzzle zu lösen. Also, ja. Aber was ich spannend finde, was mir so gut dran gefallen hat, ist einfach diese Mischung aus Kommunikationsspiel und logischem Puzzlespiel, was so Rätsel gibt. Also ich glaube, wenn man die zwei Sachen vereint und einfach gern kooperativ gemeinsam irgendwie kommuniziert, und so Rätsellogik passen mag, ich glaube, da ist halt genau die Schnittmenge an Personen, die dieses Spiel gern mögen. Genau, also eben, man geht halt am Anfang davon aus, also wenn man in das Spiel reingeht, das habe ich jetzt schon bei vielen Gruppen mitgekriegt, dass sie halt einfach probieren, ihre eigenen Dinge durchzubringen und es ist eben, also vor allem in den späteren Leveln ist halt einfach essentiell, dass sie wirklich ganz genau versuchen, die anderen Personen auch reinzudenken. Und das ist dann halt einfach, also analyselastig. Da muss man halt wirklich genau darauf achten, okay, was ändert jetzt die Person, was kann das bedeuten? Und das aber ohne das direkt kommunizieren zu können, also diese Lösungswege zu finden. Also das ist schon, weil es erinnert mich dann immer wieder auch ein bisschen an so diese Logicals, wo wir verschiedene Bedingungen haben. Wo man halt vor allem in den späteren Runden es halt eben auch mit offenen Informationen kein einfaches Puzzle ist, wo man halt wirklich schauen muss, wie diese Informationen genau ineinander gehen. Ja. Ich fand diese ganzen logischen Hinweise auch teilweise sehr, sehr außergewöhnlich. Also die sind ja wirklich so, da hat man sich was überlegt. Ich war oft überrascht dann, was alles möglich ist in so einem Haus. Ja, voll. Ja, und gleichermaßen, wo man sich halt auch wirklich dann reindenken muss, oder? Wo halt dann das Verständnis, also wo man zuerst mal verstehen muss, was da eigentlich auf der Karte draufsteht, oder? Weil sie zum Teil nicht ganz so geradlinig dann sind. Ja. Aber, also eben, ich finde es vor allem in den späteren Leveln doch
doch definitiv herausfordernd, aber wenn man solche die Art von Spielen mag, finde ich es, also ist es wirklich ganz toll. Ja. Also, weil ich es eine ganz außergewöhnliche Art an Kommunikation finde und Deduktion. Ja. Ja, wir haben das Monat jetzt. Vier kooperative Spiele waren es jetzt. Das stimmt. Ja. Ja. Kooperatives Monat. Ja, wir starten mit Teamwork in den Jänner. Ja, also ich hoffe, auch ihr spielt gerne kooperative Spiele und ihr habt euch diesmal auch wieder ein paar Spieletipps mitnehmen können. Lasst uns gerne Kommentare da, welche kooperativen Sachen ihr besonders gerne spielt zum Beispiel. Oder besucht uns natürlich auch gerne wieder in der Spielebox. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.